Psst, Rick schläft noch. Aber ich muss euch unbedingt was zeigen. Es ist super geheim. Kommt mit. Ohne dass Rick es weiß, habe ich etwas Kleines gebaut. Etwas Wundervolles. Hier ist die geheime Luke. Und ihr könnt vielleicht schon erahnen, was es ist, wenn ihr auf mein Level schaut. Das war nämlich in der letzten Folge noch etwas geringer. Oh, schauen Sie sich das mal an. Ja, Leute, also wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann erkläre ich euch das heute und wir bauen so ein Ding gemeinsam. Okay? Cool. Alter, ist das laut hier oben? Naja, okay, das hier ist eine AFK Fishing Farm. Ja, viele von euch wissen das bestimmt. Ich habe hier über Nacht schon mal eine Session gemacht. Und was kommt denn dabei so raus, wenn man sowas macht? Enchanted Book, Knockback, Sweeping Edge, Multishot, aha. Ein Bow mit Mending. Oh, Knockback 2. Mhm. Luck of the Sea 3 und Mending. Geil, wir haben noch eine unsterbliche Schuhangel. Mega. Aber lasst uns doch einfach mal Rick wecken. Hui. Au. Guten Morgen, Rick. Guten Morgen. Guten Morgen, ausgeschlafen? Hä? Stört es dich, dass ich Level 48 bin und du nicht? Ey, ich bin immerhin Level 27. Ey, wow. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich auf einmal nur noch Level 4 bin, obwohl ich gerade noch damit angegeben habe, dass ich Level super über 40 bin mit meiner AFK-Fischfarm. Vielleicht habe ich so einen Pillager getötet, einen Bad Omen-Infekt gehabt und dann da hinten über meinem Kopf ein Raid ausgelöst. Es könnte sein. Und vielleicht sind wir mehrmals gestorben, als wir den besiegt haben. Okay. Nachdem das alles so viel Stress war, dachten wir, das machen wir heute mal ein bisschen Ausbau. Denn wir haben zu wenig Platz, ist uns aufgefallen. Unsere ganzen Kisten sind voll. Und wir brauchen zum Beispiel einen besseren Platz für Enchantments und, keine Ahnung, anderen Zeug. Schaut euch das an, hier ist so viel Kram. So viel Kram, irgendwie nicht, aber ja. Es ist alles voll. Wir brauchen mehr. Also was machen wir? Wir vergrößern diese Hütte und werden die wahrscheinlich auch nochmal umbauen, weil ich glaube, ja, der Teil hier, der kann nochmal anders. Definitiv. Können wir auch wahrscheinlich diese Wand einreißen. Wir können eigene Schlafzimmer haben. Wir werden es doppelstöckig bauen, schätze ich mal. Obwohl ich wahrscheinlich hier komplett nur Truhen hinbauen würde. Wo bist du denn wieder? Du rennst einfach irgendwo hin. Da, wo ich dir gezeigt habe vorhin. Meinst du, bist du jetzt oben oder wie? Ja, bin ich auf dem Baumkron. Okay, ja, hier wollten wir auch noch ein Hütchen hinbauen. Und was soll hier hin? Hier können doch die Betten hin. Ah, okay, hier schlafen wir dann ab sofort. Okay, dann haben wir einen schönen Ausblick. Gut, dann machen wir das so. Alles klar. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ah, Platz. So viel Platz. Gib mir die Seeds, yeah. La 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 la, Terraforming. La 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 la. Hier kommt schon unser Torbogen hin. Beziehungsweise Eingangsbereich. Ich habe schon mal ein bisschen was abgesteckt. Ich hoffe, das reicht dir zum Schlafen. Rick, brauchst du viel Platz beim Schlafen, oder? Ja, ich wälze mich die ganze Zeit. Oh, okay. Außerdem müssen wir noch die 10.000 Katzen ins Bett rein. Ach du Scheiße. Soll ich es denn doppelstöckig machen, oder? Mal schauen. Ich lasse mich inspirieren. Beim Bauen. Ich komme gerade vom Holzhacken zurück, weil, oh Mann, das verbraucht hier ganz schön viel Holz. Wie ihr sehen könnt, ist das eine Menge Holz. Wie weit bist du eigentlich? Nur der untere Raum sieht eigentlich ganz gut aus. Da kann ich jetzt den oberen Raum hinbauen und... Das sieht aus wie eine Creeper-Explosion einfach hier. Bei hier? Okay, ich verstehe. Das. Oh, hey, so halb unter Wasser. Schick. Und ich würde sagen, das reicht dann auch an Truhen für einen Raum. Sonst ist es so voll. Ja, aber hier ist er überhaupt nicht voll. Ja, das ist ja auch das Superlager. Das ist ja, hier geht es ja um scheiß Cobblestone und Erde. Das ist ja, brauchen wir ja tonnenweise. Ich meine, du kannst gerne dafür sorgen, dass wir tonnenweise Laser kriegen. Das ist aber ein bisschen schwieriger. Erdblöcke zu töten geht dann doch ein bisschen einfacher. Ah, wenn man mal kurz mit dem Hund raus muss, kann man einfach mal seine AFK-Farben benutzen. Und voila, Level 13 und gleich Level 14. Achso, ich habe euch immer noch nicht gezeigt, wie man die baut, ne? Später. Gucken, wo Rick ist, der antwortet mir nämlich nicht. Oh, geräumig. Naja, das kann Rick schon nicht schlecht. Hier so ein bisschen Maserung im Boden. Sehr schön, sehr schön. Dann wird es hier zu dem Raum, zu dem Flur wahrscheinlich umfunktioniert werden. Mann, das wird ja richtig, richtig schön geräumig. Ich freue mich. Okay, also ich kann Rick nirgendwo finden. Der ist irgendwie verschollen. Aber hier ist dieser ominöse... Ah ja. Ah ja, da ist er. Hallo. Boah, Leute, ich werde ihn jetzt so pranken. Mist.
Okay, jetzt werde ich richtig pranken. Nein, er schaut mich an. Nein. Mist. Nein. Mann. Ich wollte ihn doch nur in ein Boot packen. Ich hab deinen Helm kaputt gehauen. Ja, das hast du tatsächlich gemacht. Das ist eine gute Ausrede, um mir einen Diamanthelm zu machen. Nee, keine Diamanthelme. Oh Mann. Noch keine Diamanthelme. Fühl mich ganz nackig obenrum. Wenigstens habe ich eine super coole Frisur. Ich wollte dich eigentlich pranken. Das hast du versaut. Oh, oh Gott, was? Oh Gott, das Innere von mir selbst. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einfach hier ein Dach raufbaue und dann haben wir halt hier so eine große Fläche. Deswegen würde ich noch irgendwie teils was rauf machen. Ja, doch, sollte aber schon, weil sonst ist es so, ja, sehr flächig. Ja, aber halt nicht komplett. Also ich will jetzt nicht nochmal so eine große Etage oben drauf machen. Aber ich habe vielleicht gedacht, dass wir hier einen Turm draus bauen. Und da kommt ein Turm. Weg. Ich habe die gehittet. Willst du gegen die kämpfen? Ja, klar. Ich habe einen. Hat der Aggro auf dich oder auf mich? Auf mich. Ja, auf dich, dich. Sind das so zwei? Ich habe einen doch schon getötet. Ja, aber ich dachte mal, es sind drei. Ach so. Tot. Was ich sagen wollte, wir könnten hier einen Turm draus machen. Ja. Oh, ich den jetzt. Ja. Muss jetzt nicht zu groß und mächtig sein, aber ich meine, es ist ja immerhin unsere Zentrale, unsere Basis. Ja, da kann man schon Ausguck würde haben. Doch ein Turm Sinn machen, genau. Mhm. Und oben packen wir eine Glocke rein, die wir aus dem Dorf klauen. Genau. Okay, kleines Update zu der Space Villa. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit diesem Vordereingang, aber ich kann den nicht hier duplizieren, weil das nervt mit den, das funktioniert nicht mit den Gläsern. Ansonsten, das ist der Hauseingang und hier geht's dann rein. Und hier, das finde ich auch sehr schön. Also das ist hier sehr cool gelungen, dieser Hauseingang, der coole Flur. Hier kommt dann die Garderobe hin, hier können die Schuhe abgestellt werden, alles richtig fein. Und jetzt können wir langsam in den Innenausbau übergehen. Hui. Tap, tap, tap. So, ein Dach ist fertig. Cooler 3D-Effekt hier. Mehr Tiefe. Sehr schön. Ich weiß noch nicht genau, wo die Treppe nach oben führen wird. Na gut, wahrscheinlich hier auf der Seite. Mal gucken. Dieser Moment, wenn du so eine Treppe baust und denkst so, yeah, cool, zweite Stock. Oh, Wand. Ja, ich muss hier wohl woanders hinbauen. Okay. Oh, Rick, hey. Ich kann dich von hier aus sehen. Hi. Ich kann dein Haus sehen. Ja, das ist der Sinn eines Turms, dass man den von Weitem sieht und auf dem Turm man weit sieht. Hier, das funktioniert viel besser. Jetzt hat man sogar Platz zum Rumlaufen. Schön. Yay, rumlaufen. Und jetzt habe ich gerade bemerkt, warte mal, wenn ich jetzt hier diese Treppe habe, könnte ich doch eigentlich locker auch irgendwie hier drunter ein kleines Versteck machen für jemanden, der hier unten drunter wohnt. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir Harry Potter bei uns einziehen lassen oder was? Ja, vielleicht. Ich überlege gerade, boah, sieht das kacke aus. Schön. Jetzt geht es hier rein. Okay, jetzt können wir hier die Türen packen. Ja, geil. Jetzt haben wir dann im Prinzip eine Kammer unter der Treppe. Huhu, okay, also wir haben jetzt off-camera sehr viel gearbeitet und sehr viel, ja. Ja, wirklich sehr viel. Und wir zeigen euch mal, was wir bisher geschafft haben. Auf geht's. Huhu, okay, willkommen zu meinem kleinen, wunderschönen Hütchen. Ich nenne es mal Hexenhütte erstmal, weil... Ja, ich finde Hexenhütte ist ganz gut. Ihr werdet es gleich merken, wenn man reingeht. Ich habe ein super krankes Dach gebaut, bin ich sehr stolz drauf, aber schauen wir doch mal rein. Hier ist jetzt noch nicht viel passiert in dem Hauptraum. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil da geht's jetzt nach oben. Hier ist eine Menge passiert. Hier, schön, schön. Oh, schaut euch das mal an. Hier ist Enchantmenterisierung. Hier ist ein Kessel. Hier ist was zum Alchemitisieren. Wundervoll. Hier ein bisschen Chests für den ganzen Magiekram. Und noch einen kleinen Ausblick. Oh, da kommen wir gleich zu. Oh, hier haben wir ein tolles Geländer. Wenn man es nicht berührt, ist es cool. Lass uns doch mal nach unten gehen, Rick. Aber wie kommt man nur nach unten? Oh, Harrys Besenkammer. Das ist ja... Was ist das? Oh, ein Geheimnis. Da hat der Harry hingemacht. Da hat... So, herzlich willkommen hier im Bunker. Das wird die AFK-Zone. Hier kommt das AFK-Fishing-Ding hin. Das baue ich gleich. Und ja, das ist erstmal der Stand gerade. Und dann kann man hier wieder rausgehen. Wundervoll.
Ihr kennt es, ihr liebt es. Oh, da sieht man schon so viel. Das Haupthaus ist ein bisschen größer geworden. Ich drehe mich langsam um. Ah! Das hat jetzt wirklich eine Weile gebraucht, vor allem das ganze Tag. Ja, von hier kommt es auch echt schön, wie da das Haus rausragt aus den Baumspitzenkronen. Turm. Nicht wundern, warum es hier noch so flach aussieht. Da kommt mein Zimmer hin, aber das kommt noch. Das sehen ganze, wir gleich. Der ganze Innenausbau kommt noch. Oh ja. Oh Gott. Oh shit. Alter, ist richtig dick geworden. Ich meine, ich habe das alles gebaut, damit wir halt hier Truhen hinhauen können. Okay. Weil wir ganz viele Truhen brauchen. Oi, Ricky, hast du wirklich... Oh, schauen wir uns den Turm zuerst an oder erstmal hier die Räume? Ja, hier sind dann unsere Zimmer. So, das ist hier dein Zimmer mit einer schönen Dachschräge. Sehr schön, sehr geräumig. Und bei mir ist auch noch nichts, hier ist noch nichts passiert. Hier muss ich noch, ja, hier muss ich selbst mein Stuff machen. Aber ich hatte andere Sachen, genau, die ich mich gekümmert habe. Oh, hier kommt man raus. Auf eine Terrasse. Wir expandieren, denn wir haben viel vor. Wir werden viel Geld verdienen. Oh, hier ist dann noch eine Terrasse. Ja. Oh, stufenweise kann man sich hier ein sehr schönes Dorf anschauen. Oh, schön von hier. Funktioniert gut. Geil. Es wird langsam. Hier wird richtig was Krasses draus. Oh Gott, und Mabel hat gefurzt. Oh, es stinkt. Oh, es ist widerlich. Das höre ich jetzt so zum 10. Mal die ganze Zeit. Oh, Furze. Sie ist gerade echt heftig am Furzen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe bisher 2 oder 3 Furze von meinen Katzen gerochen. Und waren sie gut? Also einmal hat es gestunken und das andere Mal war es so, okay, war das gerade ein Furz? Ja, ich glaube schon. Müsst euch jetzt erstmal mit zufrieden geben. Vielleicht, wenn wir die nächste Episode anfangen, ist es fertig. Dann zeige ich euch jetzt endlich mal, wie das mit dem AFK-Fischen funktioniert. Wir müssen uns nur entscheiden, wie wir das hier bauen wollen. Okay, wir machen erstmal ein bisschen Platz hier. So, bam, wir brauchen einen Noteblock. Super wichtig. Wir brauchen Hopper, nicht vergessen. Wir brauchen ein Fence. Wir brauchen eine Heavyweighted Pressure Plate, ganz wichtig, sonst funktioniert die ganze Kacke hier nicht. Wir brauchen eine Trapdoor. Das brauchen wir nicht. So, Truhe. Wasser. Und fertig. Glaube ich. Warte mal, der Hopper ist nicht verbunden, weil ich blöd bin. Also, der Hopper muss natürlich so rangemacht werden. Jetzt haben wir eine funktionierende AFK Fishing Farm. Wir brauchen nur eine... Wo ist meine Angel? Also, ich stelle es einfach hier hin, mache einen Rechtsklick auf die Pressure Plate hier und wechsle dann auf den Noteblock und hauen auf diesen Noteblock. Und dann müsste man eigentlich demnächst etwas fischen. Man castet quasi dadurch, dass man auf den Noteblock haut, immer wieder die Angel, sodass man dann, wenn ein Fisch da ankommt, den sofort rauszieht, der wird dann vom Hopper aufgesaugt und kommt in die Truhe. Nein, da ist was passiert. Okay, super. Habt ihr es gehört? Da ist gerade was rausgekommen. So, kommt zu mir zurück. Aha, wir haben Raw Cod gefangen und Dirt. Cool. Wenn ihr das gebaut habt, achtet darauf, dass ihr am besten eine unsterbliche Schuhangel benutzt mit Mending. Das ist ganz gut, weil dann lädt sich die automatisch wieder auf, die Haltbarkeit. Sehr praktisch. Und ja, ihr seid good to go. Ich werde es jetzt noch ein bisschen schöner machen. Und dann ist geil. Mhm. Das Design habe ich übrigens von, also ich habe es gesehen bei Xumavoid und der hat es aber von DocM77 und so einem anderen Typ. Warben heißt der. Mhm. Also Credit an die, ich versuche das auch nochmal zu verlinken in die Videobeschreibung, ich hoffe ich vergesse es nicht. Mega cool, mega einfach, haut damit rein. Leute, hau mal rein. So, noch schnell den Teppich geholt. Weg. Hallo Kellereingang. So, ich glaube, das ist zu viel. So, hier noch ein bisschen Teppich. Das zu kaschieren alles. So, wundervoll. So, das ist unsere fertige AFK-Fischfarm. Unsterbliche Schuhangel nehmen und warten. Wenn ihr das über Nacht machen wollt, dann gibt es ein Programm für. Ich habe das mal verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist also zu dem Video, wo ich das her habe. Keine Ahnung. Man könnte sagen, es ist Cheaten, aber irgendwie ist das auch kein Cheaten, weil man kann auch einfach irgendwas auf die Maustaste legen und dann geht das auch. und hier unten kommt dann natürlich, das muss auch nicht schöner sein, durch die Hopper, kommt hier alles an und wird langsam voll. Und das kann man natürlich nach Belieben nach unten hin erweitern. Das war's erstmal mit der Expansion heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was nächstes Mal geht es weiter mit,
Okay. Nächstes Mal geht es mit dem Ferienlager, glaube ich, weiter. Also. Genau, damit die Dorfbewohner sich vermehren. Mhm. Und wir werden eine Menge Spaß haben. Und ihr auch. Und bis dahin, schaut euch alle unsere Videos an. Yay! Macht's gut, bis zum nächsten Mal. So klingt es, wenn Mabel furzt.